Nebenmissionstag in Borderlands geht weiter. Und zwar, was haben wir denn noch offen? Wir haben noch offen Three Horns Valley. Obwohl, das ist sogar noch Schwierigkeitsgrad normal. Das nehmen wir mal. Abgehobene Action. Ach nee, das ist die Hauptstory. Genau. Naja, das wollen wir nicht mal. Dann wollen wir Three Horns Divine nehmen. Fahren wir da mal hin. Oh, das haben wir sogar fast schon. Da müssen wir nur noch 3 Bullimong-Haufen besiegen. Bedingsen. Gibt es hier ein... Achso, das Reiseding nutzt du gerade schon. Ja, genau. Ja. Wir müssen übrigens gar nicht mehr sagen, Nebenmission Tag. Wir können das schon wie McDonald's machen und sagen, Nebenmission Wochen bei Borderlands. Einfach toll! So. Oh, das ist ja direkt vor der Tür. Direkt vor der Nase. Schmeiß mal da das Geschütz hin, dann erledigt das alles. Na, ja. Ich glaube, da hinten ist so ein Bullimong-Haufen. Da ist er durchsucht. Ist er durchsucht. Da ist noch einer, oder? Nee. Erledigt. Hm. Es scheint, Bullimongs benutzen diese Haufen, um ihren Unrat loszuwerden. Das legt eine primatenartige Intelligenz nahe. Das ist es. Ich nenne sie Prima-Biester. Ich bespreche das mit meinem Verleger. Jag du in der Zwischenzeit ein paar Prima-Biester mit Granaten hoch, ja? Mal sehen, wie der neue Name für dich funktioniert. Mit Granaten? Okay. Granate. Wo ist das? Hm. Also bieten tut's hier. Warte mal. Ich schau mal auf die Karte. Achso, das ist das komplette Einzugsgebiet. Wir müssen uns jetzt irgendwo eine Stelle suchen, wo die rauskommen. Warte mal, muss mal ganz kurz nachschauen, was habe ich denn für Granaten aufgesetzt? Ja, das sieht gut aus. Was genau meint er denn? Werden die denn angezeigt als Prima-Biester? Na, das waren, glaube ich, halt diese Bullimogs, die eben gerade noch Bullimogs hießen. Die Frage ist nur, wo finden wir welche? Hm, warte mal, da vorne ist... Sollen wir das Auto nehmen? Hol mal das Auto und ich laufe schon mal in die Richtung weiter. Kleine Randnotiz oder kleine Frage, wo haben wir nochmal das Auto geparkt? Ich weiß es nicht, hier hatten wir gar keins, oder? Muss eins bestellen. Ach stimmt, wir hatten hier gar keins, dann hole ich mal eins. Ich ziehe uns mal eins aus dem Automaten. Ich frage mich übrigens, wie lange das noch, es ist ja momentan schon total im Kommen, diese ganzen Mietautos, die überall rumstehen, die man sich dann so übers Internet mieten kann, wie lange das noch dauert, dass das nicht der Standard ist und ein Auto besitzen eher der Luxus wird. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, aber es wird sich darauf hinbewegen. Und ich glaube, für viele Sachen wäre es auch gar nicht schlecht. Du bist übrigens außerhalb des Gebiets. Ja, ich laufe in das nächste. Hä? Da sind noch 2 andere Riesenkringel. Ah. Dann demnächst wo. Sehr gut. Steigst du ein? Ich versuch's. Da sind welche. Da laufen welche. Ja, dann können wir gleich wieder aussteigen. Top. Prima Biest. Siehst du, die Bullimogs heißen jetzt gar nicht mehr. Ja, super. Hast du das grenadiert? Nee. Jetzt habe ich keine mehr. Nein! Hast du noch Granaten? Ja. Dann grenadier die mal. Ich versuche die hier mal festzuhalten. Ja, cool. Mein Verleger hasst Prima Biest. Wie unkultiviert. Na gut. Wie wär's mit 50 Viechern? Weil die unterfotzigsten Viecher sind, die ich hier gesehen habe. Und ich habe schon erlebt, wie mir ein Thrasher den Arm ausgerissen hat. Verdrängte Erinnerungen. Ach ja. Egal. Schieß ein paar Projektile der Fotzi-Viecher aus der Luft. Dann sehen wir uns an, ob dieser Name funktioniert. Oh Mann. Da hinten sind noch welche, oder? Ja. Was haben die denn für Projektile? Fotzi-Viechen ist das nur. Das ist kein Gruß. Aber da hinten sind große, aber was haben die denn für Projektile? Ja, die schmeißen noch so Steine. Da jetzt, pass auf. Ah, okay.
Das ist ja wie Tontauben schießen. Wurf! Ah. Po! Hast das? Ja. Verdammte Axt! Fotzenviecher ist eine geschützte Marke! Drauf geschissen. Ich bin es leid, mir dauernd Namen auszudenken. What? Oh, nicht doch der Teufel, weißt du was? Ständerforts! Genau, wir nennen sie Ständerforts! Leg ein paar von ihnen töte um. Töte weitere Ständerforts. Sollen wir das Auto nehmen? Sonst ja, sind wir hol's mal. In der Karte verloren. Nee, aber hier kann man schon wieder nicht weiter. Hier ist wieder Food so. Ich hol trotzdem mal das Auto, dann können wir nachher schneller wieder irgendwo hin. Geil, Harry. Ja, das, ich rieche Ständerfürze. Es wird ja auch schon spät. Ein so. Bandit wird von Ständerfürzen angegriffen. Wow! Schaffst du das alleine? Ja, die sind noch nicht so besonders schwer, aber hier, die schmeißen hier mit richtig großen Steinen. Wer ist denn Savage Lee? Vielleicht war Bullymon doch nicht so schlecht. Komm wieder zurück. Haben wir jetzt zufällig nebenbei noch eine Mission gelöst, weil dieser Savage Lee da irgendwie rumliegt? Ja, dachte ich auch, aber nö. Das war nix, oder? Scheinbar wir nicht. Vielleicht haben so, wir die richtige Quest nicht. Abgeschlossen. Schauen wir mal, was wir noch haben. Three Horns Valley, da müssen wir sowieso hin. Und schwuppdiwupp, schon sind wir wieder in der Storyline. Nein, oder? Ich nehme aber da erstmal die Nebenmission in dem Three Horns Valley. Und dann können wir uns auf die Hauptmission stürzen. Sensation. Jetzt kurz gucken, gab es da noch irgendwas? Es gab auch nirgendwo noch was zu entdecken, von daher, wir sind jetzt wirklich da, wo wir sein sollten. Und das können wir nicht oft von uns behaupten. Gott. Fahrkünste, meine Damen und Herren. Ist das so ein Reiseteil? Nee, das ist, glaube ich, nur ein Speicherpunkt, aber es geht da vorne schon weiter. Perfekte Mundo. Wahrscheinlich ist das jetzt aber noch gar nicht das Gebiet, wo wir hin müssen, sondern nur eins durch, oder? Warte mal, Three Horns Valley ist doch sogar, wo wir hin sollen, oder? Ich hab nicht aufgepasst. Das weiß doch keiner. Wenn nachher die PK kommt, nee, nicht PK, wie hieß das früher, diese Kontrolle in der Schule? Hä? Die man am Anfang ist. Hieß das Ex? Diese unangekündigte Prüfung für die mündliche Note war doch die genau. Extemporale, die. Ah, tatsächlich, hier sollen wir rein. Prüfung. Dr. Mercys Unterschlupf. Oh, da ist doch mit Blitzen. Vielleicht kriegen wir dann das Ding, um in dem anderen Ding die Blitze auszumachen. Ui, das sieht ja cool aus. Sieht aus wie der Kern vom Todesstern. Stimmt. Der no. Kern vom Todesstern. Was denn? Das sagt doch Vader immer. Also seit sie die neue Version da gemacht haben. Was? Was sagt Vader? In Star Wars ist doch jetzt in der. In Revenge of the Sith, also im dritten. Ja. Ist die eine der letzten Szenen Spoiler Alert, wo eben der total verrunzelte, zerhackte Anakin Skywalker dann auf dem Operationstisch vom Imperator zu Darth Vader umgebaut wird. Genau. Und dann erfährt er, dann fragt er doch, was ist mit meiner Ach Frau so. Und so. Und dann sagt doch der Imperator, ja, die ist tot. Ja. Und dann sagt er. No, ganz lang. Und sie haben dieses No, das ist halt so bescheuert, so übertrieben bescheuert, dass das so ein Internet-Meme geworden ist. Was zur Hölle hat er denn da? Wie es aussieht, hast du die ohne Laserwaffe. Meine Patienten durchlöchert. Tu mir den Gefallen und nimm sie. Das ist Doc Mercy. Das ist doch keine Eiswaffe, wie du dachtest. Was? Das ist keine Eiswaffe, wie du dachtest. Das ist tatsächlich eine Laserwaffe. Okay. Dein schicker Doktortitel nützt die will ich haben. Auch nichts mehr, oder Mercy? Ich will verdammt sein, das ist E-Tech. Haben wir jetzt eine Laserwaffe? E-Technology. Habe ich jetzt auch? Wenn ich Leute mit E-Tech-Schusswunden behandeln soll,
brauche ich viel mehr solcher Verletzungen für Übungszwecke. Warum probierst du Doc Mercys E-Tech-Waffe nicht an hiesigen Banditen aus? Sounds like a plan. Boah, cool. Das du hast dich noch beschwert, du magst keine Laserwaffen. Ja, so sind die gut. Die hat so ein bisschen was von dem Needler aus Halo. Nur, dass die keine so Stacheln hat. Aber wie soll man denn? Guck mal, der tut seitlich Patronen rein. Und vorne kommt Laser raus. Vielleicht Laserpatronen. Ich habe Nachforschungen angestellt und es sieht aus, als ob es da draußen jede Menge E-Tech-Waffen für dich gibt. Blaster-Rifles, Plasma-Kanonen, Railguns. Klingt wunderbar gefährlich. Cool, gibt also doch Laserwaffen. Und Railguns und Plasmawaffen. Das ist was für mich. Mag so ein Zeug. Sollen wir weiter in die Höhle gehen? Wir müssen ja mehr von denen platt machen. Müssten die nicht hier irgendwie gespawnt werden? Ja, vielleicht waren wir zu gut. Schauen wir mal hier weiter, was hier noch ist. Ich glaube, da hinten ist nur Ende vom Lied. Ja. Wirklich? Ja. Gar nichts mehr? Niemand mehr? Nullingen? Dann hüpfe ich jetzt einfach mal hier raus. Danke, dass du den Köder geschluckt und den Energie. Und schau, ob da vorne noch Banditen sind. Ah, ich darf die nicht leer machen mit ohne. Mit ohne was? Ich muss damit ja auf Banditen schießen und nicht auf Skags und ich habe nur 19 Schuss. Stimmt, das habe ich jetzt auch falsch gemacht. Wir sind jetzt auch aus dem Gebiet rausgesprungen, wir müssen nochmal rumlaufen. Wir sind sogar schon mehr oder weniger ins nächste Missionsgebiet gesprungen, weil ich glaube, der Satz, der gerade kam, der war... Ich hatte eher gedacht, dass halt hier noch Banditen sind, die ich dann mit der Missionswaffe umnieten kann. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das gilt, wenn man das außerhalb... Hier müssen doch immer so Banditen sein. Sind da welche? Ja, das zählt aber. Sehr gut. Bin ich aber leer. Ne, halt, ich hab wieder welche. Nicht Selbstmord. Och, Mann. Das ist nicht der Hauptgrund, warum man bei Selbstmord intervenieren sollte, weil man da selber keine Punkte für kriegt. Oh Mann, tut mir halt Platz in der Hölle. Laut dem Echo, das ich einem meiner Patienten abgenommen habe, scheinen sich alle Waffenhersteller E-Tech von Hyperion für ihre experimentellen Waffen lizenzieren zu lassen. Deshalb ist Hyperion wohl nach der Öffnung der Kammer durch Iridium so reich geworden. Ich hab keine Munition mehr mit der. Ich hab noch 106 Schuss. Jetzt hab ich noch 9. Lass mal da vorne zu dem nächsten Häuschen laufen. Ob da nicht auch wieder welche sind. Ich nehme es fast an. Welches Häuschen? Na, das. Achso, da lang läufst du jetzt gerade. Da sind wir doch hergekommen, so ein bisschen, oder? Da ist diese große Mine, wo wir auch schon mal drum gekämpft haben. Das sind nur Skags. Und wo es dann reinging zum Dock. Oder sind vielleicht. Da unten wäre diese kleine Mini-Hafenstadt. Sind das Skags, die da kommen? Ja, ne? Ja. Fotzi-Viecher. Das waren die Bullimons. Das muss einen unglaublichen Spaß gemacht haben, bei diesem Spiel im Writer's Room zu sitzen. Lass uns mal hier reinschauen. Wo meinst du da? Mhm. Stimmt, da könnten wir hier drin sein. Ja. Noch vier. Aber die ist halt immer leer, oder? Ich glaube, wir haben halt auch nicht allzu viel Munition dafür freigeschaltet. Halt auch allgemein im Clip ist da halt so total wenig drin. Die braucht ewig zum Nachladen. Naja, da ist nicht viel drin. Aber jetzt haben wir zumindest diese Art von Waffen, glaube ich, als Klasse freigeschaltet. Jetzt werden die wahrscheinlich auch spawnen mal. Ab und an. Das war's. Oh. Habe, wie du die Banditen mit dieser E-Tech-Waffe machen ziemlich gut Schilde weg. Lautet mein fundiertes medizinisches Urteil: E-Tech ist einfach der. Komm zurück, wenn du da draußen fertig bist. Danke, Doc. Solche Ärzte haben wir am liebsten.
Oh, 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 oh. Warte, den hole ich mir im Nahkampf. Oder auch nicht. Danke. So. Höchste Zeit für eine Story-Mission. Yeah! Und das Auto wieder? Ja. Das steht da schon. Geil. Wie wir das wieder gemacht haben. Ich steig schon mal aufs Geschütz. Du wirst fahren. Aber ich glaube erst in der nächsten Episode. Denn dann geht's mit den Story-Missionen weiter. Das heißt, die Nebenmissionen-Wochen sind vorbei. Ja. Vorerst. Das wird wieder aus dem Angebot genommen. Kommen aber wieder. Das ist genauso wie bei Mac steht, voll Hunger auf den einen Burger hat, dann gibt's den ja nicht mehr. Ich würde alles kaputt schlagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.